mir noch ärger, Mann! Okay.
Bei dieser Übung ist bemerkenswert, dass das Vater und Sohn sind. Zwei Rüden. Der Vater ist jetzt oben, der Sohn liegt. Dass wir wieder arbeiten auf Sichtzeichen. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen vielleicht einige Erläuterungen zum Militärhundewesen in Österreich geben. Die Militärhunde werden ausschließlich in der höchsten militärischen Sicherungsstufe verwendet. Und zwar zum Schutz von Gebäuden und Anlagen und dienen dort dem Hundeführer als Schutz. Sie sind ausgebildet, um im Gelände etwaige versteckte Personen auszufinden, beziehungsweise Angriffe auf den Militärhundeführer selbstständig beziehungsweise auf Kommando abzuwehren. Die Hunde werden bei uns in Kaisersteinbruch ausgebildet in einem 3 Monate dauernden Kurs und sind derzeit, die Hunde, die Sie hier sehen, in ganz Österreich auf militärischen Dienststellen im Dienst. Das ist also keine eigene Vorführtruppe, sondern sind alle Diensthunde, die nur für diese Veranstaltung aus dem Dienst genommen wurden und zusammengezogen. Wir hatten leider nur ganz kurz Zeit, das vorzuüben, gestern. Und zu dem Vorfall mit dem einen Hund möchte ich nur sagen, wir haben seine Neigungen auch jetzt erst erkannt. Mit dieser letzten Übung wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Und wir lassen dann diese letzte Übung ein bisschen so stehen, damit Sie Gelegenheit haben, wenn Sie wollen, das zu fotografieren. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte. Ich will nur mit einem Dankeschön anschließen. Ein Dankeschön auch an die drei Trommler des Spielmanns Tobias Fadinkold. Aber ein ganz besonderer Dank an die Hundeführer, Herrn Breuer und Herrn Hoffmann Lachini für diese hervorragende Arbeit, die wir sehen durften. Ich glaube, der Applaus hat ausgedrückt, welchen Stellenwert und welche Achtung und Beachtung diese Vorführung hier gebracht hat. Dankeschön nochmal.